Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge dieses Projekts. Ich habe endlich einen Namen für dieses Projekt gefunden und dieses Projekt soll den Namen Namenlos tragen. Warum wird sich jetzt der ein oder andere fragen? Nun, mir ist kein Name eingefallen, dachte ich mir, Namenlos in Ordnung. Wir werden viele Bereiche von Minecraft abarbeiten, deswegen wollte ich es jetzt nicht irgendwie Minecraft-Technik oder keine Ahnung, irgend sowas nennen. Minecraft-Dinosaurs würde auch nicht ganz passen, weil wir ja nicht ausschließlich das machen. Und deswegen dachte ich mir, ja, das Namenlos ist mal was anderes, ne? Okay, ist vielleicht ein bisschen unkreativ, aber das nehme ich in Kauf. So, wir waren ja in der letzten Folge an dem Moment stehen geblieben, in dem ich umgekommen bin. Ich bin ja in der Lava verbrannt, denke ich. Ist schon ziemlich lange her, also ist schon ein paar Tage her, seitdem ich die Folge aufgenommen habe. Jedenfalls habe ich, bin ich die ganze Höhle zurückgegangen zum Todespunkt und habe meine Sachen wieder aufgesammelt. Sind Gott sei Dank nicht despawned gewesen. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal wieder ein bisschen weiter ab. Ich habe mittlerweile auch herausgefunden, wie man die Fossilien abbauen kann von Jurassic Craft Mod. Nee, da braucht man nämlich so ganz besondere Stofftücher, sage ich jetzt mal. Mit denen wickelt man dann die Fossilien ein und dann kann man sie tatsächlich abbauen. So, das war ein toter Ast. Und um diese... Oh, jetzt wäre ich fast schon wieder in die Lava gesprungen. Um diese Bandagen, sage ich jetzt mal, ich nenne sie Bandagen. Um diese Bandagen zu bauen, zu craften, brauchen wir Wolle. Und deswegen werde ich jetzt schauen, dass wir möglichst schnell mal wieder zurück an die Oberfläche kommen, damit wir uns Wolle beschaffen können. So. Immer. Jetzt, ich habe auch mittlerweile herausgefunden, warum keine Monster gespawnt sind. Es kommt daher, dass ich gerade an einem großen Projekt war, an einer großen Karte. Ich habe letztens einen Livestream auf Twitch dazu gemacht. Wer den gesehen hat, weiß ja, worum es geht. Wer nicht, der muss abwarten, denn es werden bald, habe ich zumindest vor, ein paar Baufolgen hochgeladen werden. Ah, das Gypsum brauchen wir auch für diese Bandagen, deswegen nehme ich das auch mal schnell mit. Aber da droppt ja super viel auch. Also das sollte kein Problem werden. Und da haben wir auch schon den ersten Creeper. Toll. Shit, wo ist mein Schwert? Habe ich nur ein Steinschwert? Scheint so, ja. Wo ist mein Crab? Oh nein. Habe ich noch Holz dabei? Nein, ich habe kein Holz mehr dabei. Okay, dann muss ich den mit dem Steinschwert versuchen zu bekämpfen. Okay, ja, das geht ja eigentlich ganz gut. Nimm das, du elender Creeper. Jawohl. Hat Gunpowder gedroppt? Nein, hat er leider nicht gemacht. Okay. Hier haben wir wieder dieses Gypsum. Ich nenne es Gypsum. Keine Ahnung, wo es wirklich so ausspricht. Ich spreche es jedenfalls so aus. Gut, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir auch noch schnell mit. Und dann bauen wir uns, glaube ich, einfach mal straight nach oben. Müssen schauen, dass wir uns einfach hochstecken mit Cobblestone oder irgendeinem Material, das wir nicht brauchen. Gut, dann nehmen wir mal. Wo ist meine Steinspitzhacke? Habe ich die oben lassen? Nein. Okay. Dann nehmen wir die Holzspitzhacke. Wohl oder übel. Oder wir schauen, ob wir den Weg zurückfinden. Wo bin ich denn jetzt gekommen? Von da oben, ne? Ja, ich denke, ich bin nicht von da oben oder von da. Nein, von hier bin ich gekommen. Richtig, da war's. Genau, hier bin ich hochgelaufen. Ja, kann ich das mit Holz auch abbauen? Jawohl, kann ich.
Dann nehmen wir das auch noch schnell mit, weil wir brauchen viele von den Bandagen, wenn wir Fossilien haben wollen. Und die will ich haben. Also nehmen wir das auch noch schnell mit. Gut, dann schauen wir mal, was ist das denn? Was ist das für ein Geschöpf gewesen? Hallo? Was war das denn jetzt für ein Geschöpf? Keine Ahnung. Ich habe übrigens auch die Technik-Mods installiert. Wir können ja jetzt mal schauen, ob es jetzt Jetpacks gibt. Jetpacks. Ja, ein Jetpack gibt es zumindest. Und das ist das von Mechanism. Ja, schauen wir mal, ob wir uns das machen oder die Angel Rings zuerst oder wie das Ganze dann ausschaut. Lassen wir uns. Scheiße. Oh, da habe ich mich jetzt geschreckt. Ach du Kacke. Puh. Halleluja. Das hat mich jetzt ziemlich erschreckt. Könnt ihr euch nicht vorstellen, mein Herz ist gerade fast stehen geblieben. Ja, im Hintergrund hört ihr auch gerade schön meine Hunde bellen. Die sind auch wieder live dabei. Habe ich keine Fackeln mehr? Oh, ich habe alle Fackeln verbraucht. Toll. Ja, dann ist ja gut, wenn ich wieder zurückgehe. Habe ich noch Essen? Ja, ein bisschen Essen habe ich noch, weil ich nicht verhungere. Ah, hier haben wir direkt noch eine. Da haben wir die Werkbank. Dann mache ich mir direkt mal eine Eisenspitzhacke noch schnell. Zack. So. So. Dann hier entlang, genau. Hier führen die Fackeln hinauf. Zack, zack, zack. Hier dürften im Normalfall eigentlich auch keine Monster sein, weil ich das ja eigentlich alles gut ausgeleuchtet habe oder halbwegs gut. Okay, das Limestone, den brauchen wir nicht so dringend. Ganz viel Marmor, also Marble. Wo geht's jetzt weiter? Hier geht's weiter. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Schön hier rauf hüpfen. Dann sind wir auch gleich wieder oben. Genau. Tja, ich werde, ja, genau richtig. Jetzt wird es auch schon schön Tag. Das heißt, die Mobs, die spawnen also die Monster meine ich, die spawnen alle schön. Und gut, wir schauen mal, was wir brauchen für eine Pulverizer, nämlich. Oder. Was mache ich denn jetzt am besten? Ein Backpack wäre ganz cool. Schauen wir mal, was brauchen wir dafür? Ein bisschen Leder. Oh, okay. Resizer, Backpack, okay. Ah, Creative Only, alles klar. Ah, okay, verstehe. Ja gut, dann schauen wir einfach mal. Wir brauchen auf jeden Fall eine goldene Druck. Latte. Dann schmelzen wir uns direkt mal. Achso, das Gold haben wir ja hier. Nein, das will ich nicht. Das Gold haben wir ja hier. Dann schmelzen wir uns das direkt mal ein. Zack. Und geben das Wichtigste mal in die Kiste rein. Trick Fossil. Okay, das ist auch ein Fossil. Okay, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Keine Ahnung, wofür ich das noch brauche. Das geben wir alles mal rein. Die Kiste, die Diamanten, der Redstone, das Eisen. Ganz wichtig, das sehen wir. Die zwei sind auch ganz wichtig. So, da haben wir mal ein bisschen Gold. Das brauchen wir mal direkt für eine Pressure Plate. Und dann schauen wir mal. Ah, da mache ich mir auch direkt noch ein Eisenschwert. Das fehlt mir nämlich noch. Das ist sicher ganz nützlich. Und wir schauen mal, ob wir irgendwo Kühe finden. Eigentlich sollten die ja jetzt spawnen, soweit ich das weiß. Ups, tick, 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 tick. Aha, hier haben wir eine Schlucht, das ist also so ein Graben. Ist ganz cool. Was ist das bitte? Keine Ahnung.
Wir werden es herausfinden. Was ist mit meiner Sprinttaste los? Nein, das wollte ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr gescheit sprinten. Na gut, sagen wir, bauen uns da drüber. Oder wir gehen da vorne. Okay, ja gut, da hätte ich nicht raufgehen müssen, den Bergfeuer. Gerade. So, ich esse mal wieder was. Vielleicht konnte ich deswegen nicht sprinten. Nein. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, schaffe ich den Sprung? Wartet mal kurz. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Details. Was macht das? Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, ja, doch, das wollte ich eigentlich schon. Ah ja, okay. Okay. Nicht ganz geschafft. Habe ich ein bisschen überschätzt. Hier haben wir auch eine coole Höhle. Mal schauen, vielleicht quartieren wir uns einfach in der Höhle ein. Klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Dann schaue ich einfach mal in die Höhle kurz rein. Einfach mal sehen, was da drin so vor sich geht. Das Cobblestone bauen wir dann nachher ab. Ja, das schaut eigentlich ganz nett aus. Vielleicht können wir uns hier einquartieren. Gut. Haben wir eine schöne Höhle gefunden. Vielleicht quartieren wir uns da ein. Mal schauen. Das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Die 10 Minuten gehen immer so schnell um. Wir haben, naja, das Eisen und so an die Oberfläche gebracht. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir irgendwo Kühe finden oder sonstige Tiere, die uns unter Umständen Leder bringen können. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Falls nicht, schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, was ich verbessern kann. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.